Zum Ende der Woche bringe ich euch nochmal spektakuläre Neuheiten von DM. Ihr süßen Mäuse, hello, happy Freitag. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt und vor allen Dingen eine schöne Woche. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt schon fit bin. Ich habe nämlich gestern ein bisschen getrickst und bin dann 3 Stunden vorher wieder zu Hause angekommen und habe so noch genug Zeit, euch dieses Neuheitenvideo zu präsentieren. Ich wollte das eigentlich erst nächste Woche machen, aber Neuheiten sind immer gut, wenn sie frisch sind. Und deswegen würde ich vorschlagen, verlieren wir gar keine Zeit und hüpfen direkt rein. Ich sehe ein bisschen glowy aus. Ich sehe auch noch ein bisschen fertig aus. Das Pampasgras hängt mir so ein bisschen in den Haaren. Ganz kurz, weil das für mich jetzt gestern online ging. Vielen, vielen Dank für das ganz, ganz liebe Feedback zu dem Video mit meiner Mama. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das noch einmal hier oben. Sie hat ihre Beauty-Favoriten gezeigt und sie hatte ein bisschen Angst vor dem Video, aber sie hatte wirklich Spaß dabei, glaube ich. Und Oma ist auch schon instruiert. Sie sammelt auch schon ganz fleißig. Wir machen das demnächst auch nochmal mit meiner Oma, dass Oma uns ihre Beauty-Favoriten verrät. Deswegen abonniert unbedingt den Kanal, aktiviert die Glocke. Ihr müsst da zweimal raufdrücken, damit ihr das dann nicht verpasst. Ich denke mal, das wird in den nächsten Wochen dann auf euch zukommen. So, wir starten direkt mit einem großen, großen Flop-Produkt. Und das ist das hier. Was heißt Flop-Produkt? Ich habe mich eigentlich ziemlich darüber gefreut. Das ist von B-Routine. Ich mag die Marke eigentlich ganz gerne. Ein Sonnenstick, Lichtschutzfaktor 50, hoher Schutz vor Sonneneinstrahlung mit einer transparenten Pflegeformel für jeden Hauttyp. Packaging süß, du kannst es aufmachen, dann kannst du es rausdrehen und dann hast du hier wirklich diesen Stick mit drin. Der riecht auch ganz gut, ein bisschen nach Sonnencreme. Ich habe ein kleines Problem damit, vielleicht habt ihr es in der kleinen Aufnahme eben gesehen. Sobald du viel Pflege drunter hast und wir brauchen ja Pflege drunter unter Sonnencreme, rollt sich das ab. Und es ist vor allen Dingen im Gesicht extrem speckig. Also das ist nicht mehr glowy, das ist schon extrem speckig. Wofür das aber ganz gut sein wird, und dafür hatte ich es gestern auch im Flugzeug, weil ich hatte einen Fensterplatz und ich sitze nie am Fenster, aber ich konnte mir den Platz nicht aussuchen und als ich gesehen habe, dass ich am Fenster sitze, wusste ich, okay, ich muss mein Gesicht noch mehr vor der Sonne schützen. Da oben am Fenster ist natürlich noch mehr UV-Strahlung. Und dann habe ich einfach diesen Stick genommen und bin damit zum Beispiel über mein Ohr oder über meinen Hals gegangen. Dafür ist das in Ordnung, um vielleicht mal zwischendrin so ein paar Stellen schnell wieder zu schützen. Dann kannst du es so ein bisschen eincremen oder wenn du punktuell ein bisschen arbeiten möchtest, vielleicht hier einmal schnell oder am Arm. Aber es ist natürlich sehr, sehr speckig, muss ich sagen. Im Gesicht würde ich ihn nicht mehr benutzen. Für unterwegs, um mal schnell das Ohr vielleicht vor der Sonne zu schützen oder über den Lippen, dafür ist es okay. Im Gesicht, glaube ich, ist es ehrlich gesagt nicht ganz so meins. Und für 8,95 Euro, das ist natürlich schon ein satter Preis. Gerade weil es aktuell im Rossmann und im DM einen riesengroßen Aufsteller mit Lichtschutzfaktorprodukten gibt. Da kam der jetzt für mich so ein bisschen passend, aber leider nicht so meins. Balea hat neue Augenpatches rausgebracht und die sind, sagen wir mal so, okay. Das sind die Hydrogel-Augenpads mit Aloe Vera und Hyaluron. Von den Inhaltsstoffen her ganz okay. Viel Glycerin, viel Wasser, Niacinamid ist auch mit drin, was in Augenpatches recht selten ist. Aber ich habe ein kleines Problem mit diesen Patches. Die rutschen sehr, sehr stark runter. Die sind sehr groß, die sind super, super feucht. Die sind vielleicht mal ganz gut, um schnell mal so ein bisschen Abkühlung zu haben oder für so einen kurzen Moment Pflege. Die meisten Patches, die ich bevorzuge, haben auf der einen Seite so eine Perforierung oder so eine kleine Textur, sodass sie nicht so stark runterrutschen. Das haben die jetzt natürlich nicht. Die sind okay im Kühlschrank aufbewahrt, haben die natürlich auch einen tollen kühlenden Effekt. Die werden jetzt aber nicht groß eine spektakuläre Veränderung der Augenpartie machen. Was aber sehr, sehr gut geklappt hat, ist das Make-up im Anschluss rüberzugeben. Das ist mittlerweile für mich sehr, sehr wichtig, dass ich Augenpatches habe, wenn ich welche benutze, dass ich danach ohne Probleme Make-up auftragen kann. Weil ich will die Pflege danach nicht wieder abwaschen, damit ich mein Make-up auftragen kann. Wisst ihr, was ich meine? Dafür sind die sehr, sehr gut gewesen. Sie rutschen ein bisschen, die würde ich dann eher wahrscheinlich im Sitzen oder im Liegen benutzen. Vermutlich eher liegen. Beim Bewegen, ne, hast du dann die Patches hier und dadurch, dass sie so groß sind, rutschen die natürlich auch noch mehr runter, weil sie sehr schwer sind, sie sind sehr feucht. Aber wenn man liegt, ist das kein Problem. Es gibt noch etwas und das kann ich euch sehr, sehr, sehr gerne empfehlen. Ich habe das gestern schon mitgehabt. Ich hatte gestern ja, wie gesagt, eigentlich einen langen Tag vor mir und oft ist es so bei mir, wenn ich einen langen Tag vor mir habe, habe ich Probleme mit meinen Augen. Gerade wenn ich viel unterwegs bin, wenn ich früh aufgestanden bin, spät ins Bett gegangen bin, da sind meine Augen sehr trocken.
Und ich habe das hier gefunden bei DM. Das ist von Visomax. Das ist die Eigenmarke von DM. Ein Augenspray sensitiv. Trockene, gereizte und müde Augen. Über Make-up würde ich das nicht benutzen, aber im Alltag. Gerade jetzt, wenn ihr vielleicht ein Problem habt mit Pollen oder so oder durch den Sahara-Staub in der Luft und eure Augen jucken, ist das eine gute Sache. Ein Sprayer, der ist sehr hygienisch, da kommt auch keine Luft mit rein, der ist zugemacht und der hält sogar nach Anbruch 6 Monate, was sehr, 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 sehr gut ist für Augenprodukte. Ihr habt einen Sprayer, der sehr fein sprüht und damit könnt ihr euch einfach auf die Augen sprühen. Ich habe es auch bei geöffneten Augen gemacht und es hat nicht gebrannt. Es hat die Augen gut beruhigt. Es hat so ein bisschen diesen Frische-Effekt gegeben. Oder vor Make-up oder abends nach dem Abschminken vielleicht, wenn ihr das Problem habt, wenn ihr vielleicht ein Double Cleansing gemacht habt und so ein bisschen so Schlieren auf den Augen habt, ist das vielleicht eine gute Sache. Hier sind Liposome und Dexpanthenol mit drin. Und Dexpanthenol bzw. Panthenol ist für mich im Moment ein sehr, sehr wichtiger Inhaltsstoff, den ich sehr, sehr gut vertrage und der meiner Haut so ein bisschen Ruhe wiedergibt. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man das im Gesicht benutzen kann. Ich werde das Ganze nochmal testen. Dafür ist es natürlich sehr, sehr teuer. Aber gerade wenn man vielleicht so ein super gereizten Hauttag hat, einfach auf die Haut sprühen, einmassieren, beruhigt, pflegt. Und was für die Augen gut ist, ist natürlich auch für den Körper ganz gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Lasse ich definitiv hier auch gleich an meinem Schminktisch stehen, weil ich es oft habe, dass meine Augen einfach durch das Licht und durch die Luft einfach super gereizt sind. Wir gehen einmal kurz zum Make-up und ich habe was Neues von Asam gefunden. Und zwar ist es der Marble Lip Balm und den tragen wir jetzt nochmal gemeinsam auf. Können wir bitte einmal über diese wunderschöne Verpackung sprechen? Wie schön sieht der bitte aus? Und der ist nicht zum Aufdrehen, sondern ihr habt hier hinten einen Knopf, da könnt ihr raufdrücken und dann kommt der Lippenstift raus. Und der hat hochwertiges Avocadoöl mit drin, Marmoroptik und das finde ich bei den Asam Beauty Lippenstiften immer so schön, diese Volumentechnik, die nicht bitzelt, also das ist nicht wie so ein Plumping-Lippenprodukt, sondern durch die Peptide und die Hyaluronsäure, die dort mit drin ist, werden die Lippen so ein bisschen aufgepolstert und sehen nicht ganz so trocken aus. Die Kappe sieht einfach wunderschön aus. Es gibt auch einen passenden Blush dazu aktuell in einem Set. Den habe ich leider nicht hier. Ich habe jetzt nur den Lippenstift hier für euch. Ihr seht es, der hat eine ganz, ganz zarte Farbabgabe und sieht dadurch auf so vielen verschiedenen Lippenfarben ganz, ganz schön aus. Sehr zart. Das ist so der perfekte Ton für diesen ich will eigentlich gar nichts tragen, ich habe nicht so viel Zeit. Ich möchte, dass die Lippen einfach nur so ein bisschen eingefärbt sind, schön gepflegt sind, aussehen und aber auch gepflegt werden. Und den kann ich mir natürlich auch als so einen ganz minimalen Blush vorstellen. Ne? Ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen Make-up drauf, deswegen wird man ihn jetzt nicht so gut sehen. Für so einen Hauch an Pflege, für so einen Hauch an Farbe, so einen ganz leichten Touch. Ich finde ihn auf den Lippen einfach wunderschön, weil das ist so ein perfektes Nude. Ich habe hier die Farbe Caramel Kiss und aktuell gibt es bei Asam auch wieder ganz, ganz viele Angebote und mein Code gilt natürlich auf viele verschiedene Produkte da. Ich hatte den auch schon kombiniert mit meinem liebsten Lip Liner von Art Deco in der Farbe 140. Und so hast du so eine Lippenkombination, die du siehst, Mensch, sie hat was drauf. Es sieht so natürlich aus. Wisst ihr, was mich im Moment so ein bisschen stört? Bei vielen Lippentrends, entweder ich entscheide mich, Farbe zu tragen oder ich will halt nur so ein bisschen meine eigene Lippe ein bisschen betonen. Und durch diese Volumentechnik sieht die Lippe natürlich auch deutlich gepflegter aus. Die Farbabgabe ist so subtil, dass du halt nicht das Gefühl hast und auch vor allen Dingen auch nicht die Angst haben musst, wenn ich jetzt was esse, dann verschmiert irgendwie alles oder kennt das bestimmt. Roter Lippenstift, immer hier unten am Kinn. Sobald man redet, keine Ahnung, wie der Lippenstift hier unten hinkommt. Das Problem habt ihr hiermit nicht. Sehr schöne Farbe, sehr pflegend, sehr erwachsen, würde ich fast schon sagen. Der perfekte Lippenstiftton oder der perfekte Lippenpflegeton mit ein bisschen Farbe für den Alltag. Es lohnt sich aktuell auch wirklich wieder bei Asam Beauty vorbeizuschauen. Ganz, ganz viele Angebote. Mit meinem Rabattcode kann man natürlich Unmengen sparen. Ich habe mir, bevor ich das Video jetzt hier gemacht habe, eben auch den Marble Blush nochmal bestellt, weil der sieht natürlich spektakulär aus. Ne? Ich glaube, es gibt ihn auch im Doppelset mit diesem Lippenbalsam. Da kann man dann natürlich noch ein bisschen mehr sparen. Aber mit meinem Code kann man immer auf eigentlich alles sparen. Okay, wir bleiben direkt beim Make-up und die hatte ich euch schon mal gezeigt. Und zwar sind das die Matte Contour Creams von Trendlab, der Eigenmarke von DM. Einmal in kühl und einmal in etwas wärmer. Ich habe heute den kühlen Ton benutzt und die sind spektakulär. Das ist meiner Meinung nach Stand heute der beste Contour-Stick aus der Drogerie. Sehr leicht zu verblenden, extrem pigmentiert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist spektakulär. Und was ich total gerne mit dem warmen Ton mache, ist, ich gebe mir den ganz leicht in meine Lidfalte. Ne, wenn ich nur so ein bisschen Farbe hier haben möchte,
kann ich den einfach hier auftragen, um das Lid so ein bisschen zu formen. Du kannst damit hier auch direkt die Nase konturieren, wenn du möchtest, ohne dass du irgendwie ein fleckiges Ergebnis hast. Beide Produkte sehr gut, liegen glaube ich um die 4 Euro, vielleicht 5 Euro. Aber große, große Empfehlung. Die Highlighter mag ich persönlich nicht. Ich mag einfach Liquid Highlighter, die man so rauf macht, eigentlich nicht so gerne, weil sie meistens die Foundation darunter kaputt machen. Und das passiert aber bei diesen Contour-Produkten nicht. Sie sind extrem gut, sie halten den ganzen Tag. Ich hatte sie gestern benutzt, ich habe gestern auf dem Weg nach Köln keine Foundation getragen, sondern nur Concealer, nur den Contour-Stick, ein bisschen Blush, ein bisschen Puder, um das Ganze zu fixieren. Und am Abend, wirklich, ich habe mich um 6.30 Uhr geschminkt, ich war um 21 Uhr zu Hause. Ich sah aus wie morgens. Also große, große Empfehlung. Ich habe noch was für euch, und zwar den Concealer. Und da bin ich so ein bisschen gespannt gewesen, weil davon habe ich irgendwie gar nichts mitbekommen. Das ist von Max Factor aus der Miracle Pure Reihe. Der Eye Enhancer Color Correcting Cream Concealer. Es gibt ihn in 4 Farben aktuell in der Drogerie. Ich finde ihn jetzt nicht so unbedingt als Color Correcting Concealer, sondern das ist eher ein Produkt, um auch hier so eine minimale Abdeckung zu haben. Sehr pflegend fühlt er sich an. Ihr habt eine super leichte Textur. Ich habe noch nie eine so leichte Concealer-Textur gesehen. Das ist wirklich unglaublich. Ihr könnt ihn gut dosieren. Ihr habt hier so ein transparentes Füßchen. Ich arbeite das meistens direkt auf meiner Hand. Und dann habt ihr eine, die ist so leicht, die ist so weich, diese Textur, lässt sich super gut verblenden und deckt schon mal so ein bisschen was ab. Wenn ihr vielleicht nur so ein paar kleine Unebenheiten abdecken wollt oder so einen leichten, frischen Kick unter euren Augen haben wollt. Bei meinen starken Augenringen ist die Deckkraft dafür natürlich nicht groß genug, aber der ist so, so weich unter den Augen gewesen und ließ sich so gut verblenden. Und schaut mal, ich kann jetzt hier auch einfach nochmal so ein bisschen rübergehen, ohne dass ich hier alles kaputt mache. Dafür gefällt er mir sehr, sehr gut. Das Schöne bei Max Factor Produkten ist, dass sie natürlich auch so konzipiert sind, dass sie bei auch texturierterer Haut gut funktionieren. Gerade die Miracle Pure Reihe ist ja eher für vielleicht schon reifere Haut gedacht und dafür kann ich mir den sehr, sehr gut vorstellen. Koffein ist hier mit drin, Vitamin C ist mit drin, was das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen frischer erscheinen lässt. Auch langfristig. Dafür werde ich ihn auf jeden Fall nochmal weiter testen. Es gab ihn in verschiedenen Farben. Einer war sehr pink, einer war recht, recht dunkel. Also ihr habt auch hier eine gute Farbauswahl schon vor Ort. Und ich kann mir vorstellen, dass Max Factor tauscht ja aktuell gerade ganz schön viele Produkte aus, dass der dann auch so mit dem Standardsortiment in weiteren Farben kommt. Jetzt wird's männliche, süßen Mäuse. Und zwar hat L'Oreal eine neue Man-Expert-Reihe gelauncht. Und zwar die Hydra Energy-Reihe. Es gibt mittlerweile sogar ein Vitamin-C-Serum, damit kannst du, das ist so richtig männlich, das Vitamin-C-Serum, aber das fand ich ganz spannend. Ich mochte ja von L'Oreal Man Expert den Augen-Roll-On schon sehr, sehr gerne und habe mich jetzt hier einmal für die Hydra Energetic Hydra Energy Fast Action 5 Minuten Recharging Tissue Mask Tuchmaske entschieden. Feuchtigkeitsspendend und energetisierend. XL-Größe für Männer, also das sind große Gesichtsmasken mit Taurin. Na, das ist schon wieder her, da ist die Männlichkeit in dieser Maske gefangen. XL-Größe für größere Herrengesichter, Männergesichter. In 5 Minuten versorgt sie die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und erfrischt. Mittlerweile bin ich bei sowas eigentlich fein damit. Vor 5 Jahren hättest du mich damit irgendwie noch jagen können, weil ich das nie so verstanden habe, warum man das so extrem auf Mann branden muss. Aber du musst es, sonst kaufen die Männer das nicht. Und so kriegst du vor allen Dingen auch die Männer, die sich sonst nicht so für Kosmetik interessieren, natürlich auch ein bisschen einfacher an die Produkte ran. Und da werdet ihr jetzt lachen, aber irgendwie hat mir das gefallen. Und zwar das hier. Erstmal fand ich die Verpackung toll. Ich bin ja so eine Maus. Ich knibbel hier immer diese Folien ab, damit es ganz, ganz clean in der Dusche aussieht. Das ist ein Duschgel. Extreme Sport Duschgel mit minus 3,8 Grad körperkühlender Funktion. Angereichert sorgt es für einen 3,8 Grad kühlenden Effekt auf nasser Haut. Frischer, belebender Duft für einen sofortigen Energiekick. Das riecht nach Sportumkleidekabine, Buxtehude, aber ein bisschen holziger. Und das ist ganz spannend, ne? Weil ich Parfums, die so riechen, absolut nicht leiden kann, weil es mir einfach zu, ne, ich möchte nicht riechen wie eine Umkleidekabine. Aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, gerade im Sommer kann ich mir das ganz gut vorstellen. Es kommt natürlich bei weitem nicht an die Barbershop-Reihe ran. Gar nicht so schlecht. Ist für Körper, Gesicht, Haare, Rasur, Feuchtigkeit, Auto, Felgen und Polstermöbel. Kannst du alles mitmachen. Vielleicht ist das was für eure Jungs. Und ich habe noch eine weitere Maske mitgenommen von Yuti. Yuti habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen gefressen mit diesen Augenpatches, weil die einfach teuer und nichts machen. Aber sie haben jetzt Tuchmasken rausgebracht und ich fand die Verpackung unglaublich schön. Gab viele verschiedene. Ich habe mich jetzt für
Olivenöl und Aloe Vera und Shea Butter entschieden. Cleanes Packaging, sehr, sehr schwer fühlt sich das an. Also es ist eine Menge Serum mit drin, 25 Milliliter, das ist schon viel. Gesicht reinigen, Tuchmaske auf die trockene Haut legen, 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Dafür gibt es dann natürlich bald ein Update in einem Aufgebraucht-Video oder vielleicht bei Instagram oder so. Dachte ich, die nehme ich einfach mal mit. Und zu guter Letzt habe ich auch hier für euch noch etwas, was ich gerade auf den Augen trage. Und das ist für meine Mäuse, die vielleicht nur so ein bisschen Schimmer haben wollen. Das Trended Up Sortiment kam ja so ein bisschen schleichend dieses Mal. Und es gibt jetzt die Glam Addiction Metallic Eyeshadows. So metallic ist der gar nicht, aber der ist sehr, 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 sehr schön. Ganz subtil, ich habe ihn hier in der Farbe 050. Ist ein sehr weicher Ton, der gar nicht so intensiv ist. Den kann ich mir aber auch sehr, sehr gut als Blush Topper vorstellen. Und das machen wir natürlich. Jetzt auf den Augen seht ihr ihn bereits. Sehr subtil, sehr zart, aber als Blush Topper für so einen süßen, er hat ein bisschen viel Blau mit drin, aber so als Grundlage vielleicht gar nicht schlecht. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich mag Monolidschatten sehr, sehr gerne, gerade wenn ich unterwegs bin. Einfach hier, einfach den Bronzer mit reinmachen, in die Lidfalte antrocknen lassen. Das aufs bewegliche Lid, hast dann Augenlook, kannst du rausgehen, vielleicht gerade jetzt perfekt für den Sommerurlaub. Ihr süßen Mäuse, ich bin gespannt, was ihr vielleicht noch entdeckt habt, was es Neues gibt. Kleine Erinnerung, schaut unbedingt bei Asam vorbei. Mit meinem Rabattcode könnt ihr immer bei Asam sparen. Auch gerade dieser Marble Lippenpflegestift, eine große Empfehlung für diesen ganz zart. Die Lippen sehen schön voll und gepflegt aus. Große Empfehlung. Klickt euch da gerne einfach mal durch. Da gibt es bestimmt das ein oder andere Schätzchen für euch. Ich wünsche euch das schönste Wochenende, was ihr haben könnt. Passt auf euch auf.